Herzlich willkommen in Jojos Workshop. In dieser Folge will ich einen E-Scooter ohne Schweißen bauen. Das ist mein alter aus Alu, 16 oder 17 Jahre alt. Den nehme ich dafür nicht. Wenn euch interessiert, wie ich das mache, bleibt einfach dran. Ich ziehe mich jetzt um und gehe in die Werkstatt. Jetzt Jojos Workshop abonnieren. E-Scooter ohne Schweißen. Wie stellt der Jojo sich das vor? Ganz einfach. Das hier ist jetzt ein 16, 17 Jahre alter Scooter. Kleinere Luftreifen. Musste ich mir damals unbedingt kaufen. Sonderangebot. Ich dachte, damit kannst du mal auf einer Messe fahren oder so, wenn du da zu Besuch bist. Habe ich nie benutzt. Jetzt wollen wir einen E-Scooter ohne Schweißen bauen. Was brauchen wir denn so dazu? Wie habe ich mir das vorgestellt? Ganz einfach. Die E-Scooter-Räder haben 200 mm Durchmesser. Ich habe in der Bucht schon mal zwei Räder bestellt mit Luft. Da kann ich ihn schon mal ohne Motor bauen. Denn Motor und Steuergerät kommen erst Ende Oktober, Anfang November. Die sind da aus ganz weit weg unterwegs. So, was hat man noch so? Ein bisschen Plan. Das ist jetzt ein 70er Kesseldruck imprägnierter Balken. Den habe ich schon in 40er Stück und das Reststück zerschnitten. 70er Balken, 190 mm. Und jetzt kommt der Trick. Das ist ein Türband. Hier für eine Kellertür. Da ist das Scharnier quasi. Davon habe ich zwei Stück verbraucht. Eins habe ich jetzt noch übrig. Denn da machen wir jetzt die Radlagerung raus. Das mit den Kerben kommt nach vorne. Da ist oben. Das mit ohne Kerben kommt nach hinten. Ich sehe gerade hier, habe ich nicht entgradet. Muss ich noch machen und abrunden, geht aber ja mit dem Winkelschleifer schnell. Das zeige ich euch irgendwo jetzt hier im Hintergrund noch so. Diese ganze Sägerei, ich weiß nicht, ist doch langweilig. Also zeige ich in Zukunft so wenig Sägen wie möglich. Das hier sind jetzt die kurzen Reststücke. Die brauchen wir auch noch für die Aufhängung von diesen Dingern, damit der Lenker da gestützt wird. Ein paar 18er Schrauben, ein paar Muttern, eine Achse, besser gesagt jetzt. Im ersten Bau. Zwei Achsen. Die habe ich aber jetzt gerade nicht gegriffbereit. Und über den Akku erzähle ich euch dann später was. Auf jeden Fall gibt es im zweiten Teil dann die Elektrifizierung von dem ganzen Teil. Hier bauen wir jetzt erstmal einen normalen Scooter. Also früher hieß das Tretroller. Aber jetzt bauen wir einen E-Scooter ohne Schweißen. Ich habe jetzt hier durch das frisch gebohrte Loch die M10er Schraube gesteckt. Hier habe ich angekörnert, hier habe ich angekörnert. Die Löcher sind da schon drin, die brauche ich nicht. Und hier unten kommt dann das Loch für die Radachse hin. Jetzt bohren wir mal weiter. Die Befestigungslöcher für die hintere Schwinge sind jetzt fertig. Das dicke Loch bohre ich später. Das heißt so dick, das ist für M10. Die Achse hat M12. Ich habe mir oben diese Zeichnung gemacht. Das ist jetzt das eine Knotenbrett. Ich habe sehr viele Maße eingetragen. Denn ihr müsst die Maße von Hand auf euer Brett übertragen. Das hier oben sind ja 413, das geht nicht auf dem DIN A4 Blatt. Und damit man dann hinterher überprüfen kann, ob man richtig rausgekommen ist, habe ich halt alle möglichen Maße eingetragen. Dann ist dieses Brett ja 160 mm breit. Also schneidet ihr entweder selbst oder lasst euch das im Baumarkt zuschneiden, einen 160 mm breiten Streifen. Auf diesem Streifen zeichnet ihr diese Kontur auf und auch direkt die Löcher, die sind ja hier genau bemaßt. Das machen wir gleich zusammen. Wenn ihr dann die Löcher, die Mittelpunkte der Löcher eingezeichnet habt, dann macht ihr diesen 124 Grad Schnitt. Dann nehmt ihr diese andere Hälfte, klappt die da unten drunter deckungsgleich und fixiert die. Also Schraubzwinger oder so. Dann bohrt ihr diese Löcher. Am besten steckt ihr dann einen 10er Dübel oder die 10er Schraube dadurch, damit das nicht mehr verrutschen kann. Denn die Löcher müssen ja deckungsgleich sein. Und wenn ihr das dann fixiert habt, dann macht ihr diesen Schnitt hier noch und diesen Schnitt. Die Winkel stehen alle hier irgendwo dann drin. Und jetzt zeichnen wir das mal hier auf. Habe ich auch noch nicht eingezeichnet. Ich meine, das wären 50.
Man kann das noch so oft kontrollieren. Irgendwas vergisst man immer wieder zu bemaßen. Also, diese Ecke hier soll 146 mm weit weg sein. Also 146 hier mit dem Geodreieck. Lässt sich das wunderbar aufreißen. Hier. Das hier ist die sichtbare Linie von der 45-Grad-Phase, die jeweils außen auf das vordere Stück gebracht werden muss. Also da, wo dieses gerade ist. Ich drehe das Brett mal so, dass es so liegt, wie es hier ist. So, also. Hier muss jetzt die 45-Grad-Phase hin. 45 Grad, damit der Lenker besser da vorbeipasst und dass es auch nicht ganz so doof aussieht. Das ist ein 40er Korn. Das trägt ordentlich was ab. Die 45 Grad Phase ist jetzt auch hier dran. Gold 40 schleicht wirklich klasse. Das macht sogar Grad hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also nehmen wir den Grad eben mit der Hand weg. Den Rest schleife ich jetzt gleich noch schön fein nach und dann haben wir das. Jetzt hatte ich erst überlegt, ob ich das so bündig mache. Aber jetzt habe ich gerade entschieden, ich mache das so bündig, dass diese Kante hier vorbeigeht. Dann schneide ich das hinterher noch schräg ab. Dann habe ich da auch eine harmonische Linie. Das zwingen wir jetzt einfach mal fest. Damit ich dann hier jetzt die Löcher bohren kann. Ich komme ja eh nicht ganz durch, brauche ich nichts unterzulegen. Ende Gelände. Weiter geht's. Dann machen wir mal eine Anprobe. Das sind jetzt die langen Schrauben mit einer normalen M10er Scheibe da drauf. Das passt dann auch gut. Achtung. Durchmesser 1. Ja. Zwei. Es soll ja auch stramm sitzen. Und 3. Und sitzt schön stramm. So sieht es jetzt aus. Zwischen die beiden Knotenbretter kommt ja jetzt hier dieser Lagerklotz für die Lenkung. So wird er da reingemacht. Für diese drei Befestigungslöcher müssen wir da halt die Löcher anzeichnen. Der wird hinterher mal so aussehen. Der soll hier auch noch so angefasst werden. Das machen wir aber auch erst hinterher. Das ist jetzt die Linie, auf der die Bohrungen erfolgen sollen. Hier habe ich jetzt schon mal den 10er Bohrer durchgesteckt, damit ich mir jetzt das erste Loch markieren kann. Das müsste also dahin. Linie genau getroffen. Da bohre ich jetzt das erste Loch hin. Dann stecke ich eine Schraube durch und nehme dann dieses Knotenbrett als Schablone. Machen wir nochmal eine Stellprobe. Obere Schraube. Untere Schraube. Sie sitzen natürlich stramm, aber das sollen sie ja auch. Da kommt die eine raus. Und da kommt die andere raus. Und das sitzt jetzt schon richtig stramm. Und das soll ja kein Spiel haben. Also, optimal gelaufen. Ich war draußen, um hier diese Rundung dran zu schleifen. Und wollte dann auch ausprobieren, ob das jetzt hier passt. Und natürlich passt es. Und als ich dann genauer guckte, stellte ich fest, die Dinger sind unterschiedlich hoch. Also heißt noch ein Baumarkt fahren, ich werde so eins kaufen. Jetzt weiß ich auch, wie die Bezeichnung sich zusammensetzt. Der Zapfendurchmesser hier ist in beiden Fällen 13 mm, also D1 13. Und D2 ist hier 10 und hier 25. Ihr nehmt am besten die 10 mm Dinger, dann ist der Abstand der Drehachse nicht so weit von dem senkrechten Teil eures Lenkers weg. Dann sitzen halt meine vier Löcher hier, vor allem die beiden vorderen, nicht gar zu nah am Rand. Aber wir machen durchgängige
Wir machen durchgängige Gewindestangen da rein, sodass die Last dann in den Stangen hängt und der Klotz hier nicht in der Richtung belastet wird. Jetzt müssen wir die Position der vier Löcher ermitteln. Die zeichne ich hinterher mit dem Bleistift hier durch an. Ich habe jetzt als erstes mal hier die Mittellinie eingezeichnet. Das macht es beim Messen hinterher einfacher. Wir Maschinenbauer sagen immer, am Anfang war die Mittellinie. Dann kannst du halt nach links und rechts messen, genauso wie ich das hier muss. Dann addieren sich die Fehler nicht. Von da nach da und von da nach da addieren sich die Fehler. Hier habe ich halt zwei Messungen, die sich auf die Grundlinie beziehen. Machen wir uns hier auch eben noch die Mitte drauf. Und passt beim Anzeichnen auf. Ich habe die Löcher genau hier drüber angezeichnet. Die müssen aber nicht dahin, die müssen dahin. Also nochmal neu anzeichnen. Ah, Kacke. Durch das Unterlegen von den beiden Brettern habe ich ja jetzt hier 80 mm vorgebohrt. Da habe ich jetzt ja eine ganz ordentliche Führung für diesen langen Bohrer. Der ist nämlich sonst in sich nicht so stabil und würde irgendwie sich ein bisschen verbiegen. Also bohren wir jetzt mal. Durch und sieht doch ganz gut aus. Also Blech oben drauf und die anderen Löcher gebohrt. Wie ihr hier an den ganzen Bohrspänen erkennen könnt, ich habe die Löcher auf 10 mm aufgebohrt. Ich würde es aber wieder so machen, erst mit 8 mm vorbohren und dann mit 10 mm nachbohren, dann hat man schon eine Richtung. Jetzt noch ein paar Scheiben hier hin. Ja, die Gewindestangen habe ich auch nicht alle in der richtigen Länge gemacht. Klasse. Aber wir kriegen es jetzt hin. Notfalls muss ich halt noch ein Stück Gewindestange kaufen. Die Scharnierteile schraube ich durch den Balken fest hier. Ich habe schon 8er Löcher gebohrt. Das körner ich jetzt an. Und dann schneide ich hier oben M8er Gewinde rein. Das ist ja ein 5er Material. Das hält. Hier sind ja jetzt die Gewinde drin. Hier habe ich zwei Schrauben mit Karosseriescheiben, damit sich das in das weiche Holz nicht so reindrückt. So, dann wollen wir mal eine Peilung vornehmen, dass das auch gerade sitzt hier. So ist das, wenn man zum ersten Mal was zusammenbaut. Ich habe den Klotz jetzt schon fest hier reingeschraubt und muss jetzt das hier noch reinpassen, aber das kriegen wir ja jetzt hin. Diese Scheibe tue ich als Gleitlager noch hier drunter, damit das sich besser lenken lässt. Diese Schraube habe ich zurückgezogen, damit ich jetzt hier reinkomme. Und jetzt können wir hier oben das Maß für das andere Lager nehmen, denn das muss ja jetzt von so dahin. Kommt natürlich auch noch eine Scheibe drauf. Und wenn ich das so jetzt so ausrichte, dann ist auch gewährleistet, dass die beiden Zapfen in einer Achse liegen und dass sich das dann auch drehen lässt. So. Und das geht ja schon ganz gut. Hier war ich übrigens jetzt auch wieder. Super toll. Ich wollte eigentlich hier unten ein Loch bohren. Das geht nicht, weil sich das mit dem überkreuzt. Ich habe es ja noch nicht konstruiert, diese Befestigung. Denke ich, ach ja, dann machst du nur zwei Löcher hier oben hin. Ja, wunderbar, das geht. Dieses Loch geht genau durch das Loch. Muss ich also hier oben noch ein zusätzliches Loch bohren, wenn ich hier mit drei Löchern befestigen will. Das sehen wir dann mal noch. Zum Ausprobieren reicht das so. Wenn dann der Motor da dran kommt, mache ich wahrscheinlich diese ganze Lenkachse hier nochmal neu. Ich habe die zweite Achse jetzt auch montiert und hier, es bewegt sich butterleicht. Das hat auch praktisch kein Spiel. Was ich euch nicht gezeigt habe, ich habe hier noch so Distanzstücke zwischen gemacht. Wahrscheinlich sind das provisorische. Wenn ich da das angetriebene Rad nach vorne mache, da ist die Achse nämlich länger. Der Balken hat halt nur ein paar 40 mm und die Achse hat 60 mm. Also habe ich hier jetzt 2x 10 mm dazwischen gepackt und jetzt passt das ganz genau dazwischen. Und hinten muss ich jetzt irgend sowas auch noch basteln. So, ein paar Tage später, abends nach 18 Uhr. Er ist noch nicht fertig, aber ich will das Video morgen einstellen. Also, es muss ja auch noch was für den zweiten Teil übrig bleiben. Ihr seht, improvisierter Lenker aus Glänzwingen. Diese Ecke hier unten muss noch abgemacht werden, damit der Lenkeinschlag jetzt hier so zum Rangieren ein bisschen größer wird. Der ist auch noch ein bisschen arg lang. Ich dachte auch, hier ist ganz praktisch ein Fuß und noch ein Fuß, könnte aber ein bisschen kürzer werden. Die Bremse hinten fehlt auch noch. Kommt alles, wenn der Motor dran kommt. Das dauert aber noch ein bisschen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss, bis nach Hause. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Der müde Cowboy reitet jetzt auf seinem neuen Pferd nach Hause.